Hallo und herzlich willkommen, ich bin Karl der Landschaftsbauer und heute muss ein Baum gefällt werden. Ich werde dabei wie immer jeden Schritt zeigen und genau erklären, wie ich vorgehe. Das Fällen von großen Bäumen und der Umgang mit einer Kettensäge kann sehr gefährlich sein. Es gibt hier wie so oft verschiedene Herangehensweisen und ich möchte zeigen, wie ich diese Arbeit erfolgreich erledigt habe, ohne den Einsatz von Großgeräten, wie zum Beispiel Hubsteiger oder derartiges. Wir haben aktuell Mitte April und die meisten Gehölze treiben bereits aus. Ich nehme an, dass der letzte heiße Sommer mit einer Ursache für den Tod dieses schönen Baumes war. Dass der Baum abgestorben ist, kann man auch an bereits abgebrochenen Ästen und Zweigen sehen. Hier lohnt sich ein genaueres Hinschauen, denn die Krone ist sehr licht und gerade die verbliebenen dünnen Zweige sind nicht mehr so biegsam, wie es sich für eine Birke gehört, sondern eher trocken und starr. Gerade Birken werden nach dem Absterben schnell trocken und morsch. Denn vor gerade einmal einem halben Jahr waren die Äste noch belaubt, lediglich ein paar Zweige waren letztes Jahr bereits im Sommer kahl und nun ist klar, dass der Prozess des Absterbens zu der Zeit bereits begonnen hatte. Das größte Problem an abgestorbenen Bäumen ist die Bruchgefahr, die von ihnen ausgeht. Zum einen können relativ schnell größere Äste herabfallen, zum anderen kann man nicht wissen, ob der ganze Baum nicht beim nächsten Sturm unkontrolliert umkippt. Das passiert zwar nicht sofort, denn die Wurzeln sind ja zunächst weiterhin vorhanden, aber abgestorbene Wurzeln sind lange nicht so flexibel wie bei einem voll im Saft stehenden Gehölz. Kurz gesagt, ein toter Baum sollte schnellstmöglich vom Grundstückseigentümer erkannt und beseitigt werden. Grundstückseigentümer können nämlich aufgrund der Verkehrssicherungspflicht haftbar gemacht werden, wenn etwas passiert. Dieses Exemplar steht im unmittelbaren Grenzbereich zum Nachbargrundstück. Außerdem sind Gebäude in der Nähe. Man könnte hier also sogar von Gefahr in Verzug sprechen. In solch einem Fall kann das Gehölz ganzjährig gefällt werden. Ich finde es sehr schade, diesen schön gewachsenen Baum mit seiner tollen Hell-Dunkel-Zeichnung sowie schönem Moosbewuchs fällen zu müssen. Aber Sicherheit geht vor, also wollen wir loslegen. Zunächst schaue ich mir die Krone und den Wuchs genau an. Es scheint, als sei der Birkenstamm leicht in Richtung Rasen gewachsen. Dies ist hilfreich, denn dahin will ich ihn fallen lassen. Allerdings lehnt sich die Krone weiter oben wiederum auf die andere Seite in Richtung Nachbargebäude. Es ist sehr schwer, diese Gewichtsverteilung abzuschätzen und daher verwenden wir ein sehr langes Seil, mit dem wir den Baum in Fallrichtung auf Spannung halten werden. Das Seil bzw. dieser Gurt ist wesentlich länger als der Baum hoch ist, damit man sich nicht in Gefahr bringt beim Ziehen. Dann werde ich gleich einen Fallkerb ungefähr so einschneiden. Ich verwende eine kleine handliche Stiel MS-181C mit nur 30 cm Schwert. Aber ich will zeigen, dass man auch damit problemlos diesen über 45 cm dicken Baum fällen kann. Ich verwende ausschließlich die Stiel Picoduro Ketten, da diese aus gehärtetem Stahl sind und wesentlich länger scharf bleiben als andere Ketten. Ich setze den oberen Fallkerbschnitt in genau der Richtung, in die der Baum fallen soll. Der Schnitt geht circa bis zur Mitte des Stammes. Jetzt den unteren Schnitt und dabei achte ich darauf, dass er auf beiden Seiten auch auf den oberen Schnitt am Ende trifft. Normalerweise macht man den Fallkerb ja andersherum, aber ich säge den Baum ja etwas höher ab und da ist es so herum einfacher. Bei starkem Wind sollte man diese Arbeit natürlich auf keinen Fall ausführen. Den Keil schlage ich mit einem Spalthammer heraus, wenn er nicht von selber herausfällt. Ab jetzt halten wir das Seil leicht auf Spannung. Und ich beginne von der anderen Seite den Fellschnitt anzusetzen. Diesen lege ich etwas höher als den Fallkerb an. Der Höhenunterschied der beiden Schnitte von ca. 8 cm sowie ein möglichst paralleler Fellschnitt zum Fallkerb sorgt für eine Scharnierwirkung der Bruchleiste, also des Reststammes zwischen den beiden Schnitten.
Ich säge nur langsam, während weiterhin Spannung auf dem Seil ist. So brauchen wir keine Keile verwenden. Auf diese Weise kann der Baum nur noch in die gewünschte Richtung fallen. Ich beobachte den Schnitt, wenn dieser sich beginnt zu öffnen, gehe ich sicherheitshalber 2 Schritte zurück. Die Scharnierwirkung der Bruchleiste sorgt auch für mehr Sicherheit für mich selbst, denn der Baum kann so nicht zur Seite vom Stumpf abrutschen. Okay, das hat gut geklappt und man sieht, dass der Baum beim Aufprall schon viele morsche Äste verloren hat. Ich beginne mit dem Zerlegen des Baumes, denn er soll noch als Brennholz dienen. Dann kann auch schon mit dem Spalten vor Ort begonnen werden. Wir verwenden diesen Spalthammer. Der Vorteil ist, dass der Spalthammer dicker ist und nicht im Holz stecken bleibt. Er wiegt mehr als eine Axt, was das Spalten zusätzlich erleichtert, meiner Erfahrung nach. Alle verwendeten Werkzeuge werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Jetzt nehme ich mir noch den Baumstumpf vor. Dieser wird bis auf Bodenhöhe abgesägt. Die Wurzeln stören nicht und können hier im Boden bleiben und verrotten. Das Holz stapeln wir ordentlich in das Brennholzlager, wo es trocknen kann, bis es gebraucht wird. Zum Bau des Brennholzlagers findet ihr übrigens ein Detailvideo auf meinem Kanal. Damit ist die Arbeit nach ca. 5 Stunden komplett abgeschlossen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wer Bäume fällt, sollte auch Bäume pflanzen. Hier findet ihr mein Detailvideo zur Walnussbaumpflanzung. Schaut gerne mal wieder auf meinem Kanal vorbei. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg bei euren Projekten. Bis bald, euer Karl der Landschaftsbauer.